Es waren lange Verhandlungen beim Corona-Gipfel, aber sie haben Ergebnisse gebracht, vor allem mit Blick auf den Inzidenzwert, der früher Lockerungen möglich macht. Dazu sprechen wir nun mit Christina Dunz, der stellvertretenden Leiterin des RND-Hauptstadtbüros in Berlin. Hallo Christina. Hallo Roman. Lange Stunden liegen hinter uns allen, liegen hinter den Länderchefs und Kanzlerin Merkel. Was wurde dort jetzt vor allem mit Blick auf den Inzidenzwert, auf einen ganz zentralen Punkt, beschlossen? Ja, das war jetzt doch eine Überraschung. Es gab also heute am Abend, am späten Abend, ein Zwischenstandspapier, in dem dieser Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen nicht mehr als ein ganz wichtiger Grenzwert gilt, von denen ab geöffnet werden kann. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Kanzlerin genau vor 3 Wochen bei der Ministerpräsidentenkonferenz diese Verschärfung auf diesen niedrigen Inzidenzwert durchgesetzt hatte. Monatelang hatte sie immer von 50 gesprochen, dann ist der gesenkt worden, nun ist er weg und es wird im Gegenteil ein Korridor aufgemacht, dass Inzidenzwerte zwischen 50 und 100 gelten sollen für Öffnungen. Das ist wirklich eine Überraschung und das ist auch nicht ungefährlich, was die Verbreitung oder die neuen Infektionen bedeutet. Also die Kanzlerin ist da doch sehr eingeschwenkt, hat dem großen Druck aus Gesellschaft, Wirtschaft und anderen Politikern nicht standhalten können. Das ist ein wichtiger Punkt. Was bedeutet das denn jetzt für die Corona-Politik auch von Kanzlerin Merkel aus deiner Sicht? Ja, sie hat ein Stück an Autorität eingebüßt. Wenn wir uns erinnern, vor einem Jahr reichte ein einziger Satz in einer TV-Ansprache. Da hat sie gesagt, die Lage ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Und das ganze Land rückte zusammen und hielt sich an alles. Nun haben wir steigende Fallzahlen. Wir haben eine sich ausbreitende Virusmutation mit dem britischen Virus, eine sehr viel ansteckendere Art dieses Virus. Wir haben keine hohe Quote und wir haben einen großen Mangel an Schnelltests und trotzdem wird gelockert. Das ist so, wie wir die Kanzlerin als Wissenschaftlerin kennengelernt haben, nicht in ihrem Sinne, aber sie konnte sich jetzt nur diesem Druck beugen, weil viele Menschen sich nach Öffnungen sehnen. Schnelltests hast du gerade angesprochen, auch ein großer Streitpunkt. Eigentlich ein wichtiger Baustein mehr zu öffnen, damit man in der Breite, also öffnen kann, indem man in der Breite Schnelltests anbietet. Das ist nicht der Fall, nicht vor April. Wie bewertest du das? Genau, das wäre eigentlich ein ganz wichtiger Baustein, um zu öffnen. Einerseits eine hohe Impfquote und zum anderen ganz viele Tests, dass man einen Schnelltest machen kann, bevor man ins Büro geht, bevor man zu den Eltern fährt, bevor man die Kinder in die Schule schickt und so weiter. Nun ist im Gespräch ein kostenloser Schnelltest pro Woche für Personal und Schüler, für Beschäftigte in Präsenz. Das ist wirklich sehr wenig, um eine Pandemie in den Griff zu bekommen. Der Gesundheitsminister hatte ja vor 2 Wochen kostenlose Tests für alle ab 1. März angekündigt. Davon sind wir ganz weit entfernt. Und da hat es enorm Ärger gegeben in dieser Ministerpräsidentenrunde. Gerade die SPD-Ministerpräsidenten haben den Gesundheitsminister, der der CDU angehört, da schwer angegriffen. Christina, herzlichen Dank für deine Einschätzung nach dem Corona-Gipfel. Sehr gerne. Beim Corona-Gipfel gab es also ein zähes Ringen, vor allem mit Blick auf den von Merkel zuvor eingezogenen Inzidenzwert von 35. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.